Okay, Freunde. Wir befinden uns in der letzten Bombe. Das gerade war natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Aber gut, ich hätte mal eher auf die Fahnen unten gucken sollen. Natürlich waren die Fahnen die entsprechenden Bomben. Aber wir haben es jetzt, wir haben es. Lass Ashley in Ruhe, Mann. Ah, Alter, okay, wir haben jetzt die Bomben entschärft. Das ist schon mal klar soweit. Jetzt müssen wir hier unten noch mal ein bisschen alles clearen, glaube ich. So. Das ist nicht hier. Das is it. So, alles klar. Huh, Freunde, ja, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Mass Effect. Wollte ich gerade sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt als neue Episode raushau oder als Schnitt. Das wird sich dann erst später zeigen, denn ich nehme natürlich gerade hier viele, viele Episoden in einem Rutsch auf. Und das geht immer weiter hier bei Mass Effect. Der erste Teil. Ich freue mich schon auf den zweiten und dritten. Soundeffekt ist ja überragend. Ihr wahrscheinlich Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Tatsächliche, Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Shepard! Nein! Fassen Sie ihn nicht an! Es ist zu gefährlich! Flashback vom Feinsten. Wo kam der her? Das war unsere Mission und sie endete mit einem Knall. Mit einem illusionierten Knall. Doch viele Fragen standen offen. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund. Ja. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. War das alles nur ein Traum, oder? Was ist hier los? Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Oh, Doktor. Was war das? Diese Vision? Ging es mir gut, oder was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Es war nicht Ihre Schuld. Der Sender ging von alleine los. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Aber war ich verletzt oder was ist passiert? Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Okay, also war das Ganze doch nicht nur ein Traum, sondern eine Art Vision. Wie Albträume.
Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Das konnte ich nicht gerade behaupten. Und ich machte mir Vorwürfe. Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Ich fragte mich, was Williams hier machte. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Warum auch nicht? Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Alles klar soweit. Der Captain wollte mich sprechen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Okay. Wir hatten nichts zu verbergen und wir hatten nur unseren Job gemacht. Die Geth hätten die ganze Kolonie ausgelöscht, wenn ich sie nicht aufgehalten hätte. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Zaren, diesen anderen Turianer. Zaren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Zaren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Das haben wir kennengelernt. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt. Offensichtlich scheint Zaren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Tod, Schrecken und Verderben. Doch was genau? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? War es Krieg? Oder war es unser aller Tod? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Doch was sollten wir ihnen sagen? War es die Zukunft oder die Vergangenheit, die ich sah? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Zaren. Aber ich kenne Zaren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ja, das kann gut sein. Und deswegen müssen wir ihn aufhalten. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Alles klar soweit. Doch wie werden wir ihn entlarven? Wir werden beweisen, dass Zaren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Machen wir. Doch erstmal sind einige Fragen offen. Und deswegen müssen wir mal in den Kodex hineinsehen. Wir haben viele, viele Namen gehört. Viele Gruppen. Und wir müssen uns jetzt mal einen kleinen Überblick
Überblick verschaffen. Menschen und die Allianz. Zeitlicher Ablauf. Das will ich jetzt mal lesen. 2069. Der Armstrong-Außenposten im Shackleton-Crater wird die erste menschliche Siedlung auf dem Mond. Okay, es gab also eine Siedlung auf dem Mond. Die offizielle Gründung wurde am 24. Juli deklariert, dem 100. Jahrestag der ersten Mondlandung. 100 Jahre nach Armstrong gab es also den Außenposten. Lowell City in Eos Chasma wird die erste menschliche Siedlung auf dem Mars. Es folgte also eine Siedlung auf dem Mars. 2137, die Eldfell-Ashland-Energiewerke demonstrieren eine Helium-3-Kraftstoff-Extraktion aus der Atmosphäre des Saturns. Okay. Doch wieso? Am Rande der Umlaufbahn des Plutos wird mit dem Bau der Gagarin Station begonnen. Jump Zero. Okay, das ist wahrscheinlich so ein Hyper-Wurmloch oder irgendwas. 2148. Minenarbeiter entdeckten proteanischen Ruinen im Promethe-Terra-Hochland auf dem Mars. Okay, eine vergangene Hochkultur auf dem Mars mit einer sehr hoch entwickelten Technologie, die wir hier auch gerade kennengelernt haben beim Signal. 2149. Die Übersetzung der proteanischen Daten führt die Menschen zum Charon-Massenportal. Zum Massenportal? Die Allianz wird zur Erforschung und Kolonisierung von Welten außerhalb des eigenen Sonnensystems gegründet. Die Allianz ist also ein Bund zur Erforschung und Kolonisierung von Welten. Okay, das sind die Menschen. 2151. Beim Raumschiffunglück werden Anwohner des Singapore International Spaceports mit Element Zero kontaminierten Winden ausgesetzt. Die Allianz beginnt mit dem Bau der Arcturus-Station. Arcturus-Station. Okay, das war also ein Unglück. Ein Jahr später. Fast 30% aller Kinder Singapurs, die Element Zero ausgesetzt waren, erkranken am Krebs. Die Allianz beginnt mit der Errichtung der ersten irdischen Siedlung außerhalb des eigenen Sonnensystems auf dem Planeten Demeter. Okay, Demeter. 2152, zwei Jahre später. Shepard wird geboren. Der Boss der Bosse. King im Kingland. Okay, 2155. Die Allianz bezieht in den fertigen Modulen der Arcturus-Station ihr Hauptquartier. 55, okay. Die Arcturus-Station ist also hier das Hauptquartier der Allianz. Merke, Arcturus-Station. Ein Jahr später, einige Kinder in Singapur entwickeln geringe telekinetische Fähigkeiten. Ach du Scheiße. Ein Jahr später, die Turianer treffen auf menschliche Erkundungseinheiten. Krieg des ersten Kontaktes. Besetzung und Befreiung der menschlichen Kolonie Xiangxi. Ach du Scheiße. Turianer. 58. Die Menschen lernen das Potenzial biotischer Fähigkeiten kennen. Es werden internationale Anstrengungen unternommen, um Vorkommen von Element Zero zu finden. Etwa 10% der betroffenen Kinder zeigen leichte biotische Aktivitäten. Ach du Scheiße. 2160. Das Allianzparlament gründet sich. Okay, ein Parlament wird gegründet. 2165. Den Menschen wird eine Botschaft auf der Zitadelle gewährt. Eine Botschaft auf der Zitadelle. Okay, was ist die Zitadelle? Der Sitz der Galaktischen Republik? 2170. Batarianische Sklavenjäger greifen die Allianzkolonie Mindoi an. Okay, scheint wohl ein wichtiger Vorkommnis zu sein. 2176. Skylianischer Angriff. Piraten und Sklavenjäger greifen Elysium, die menschliche Hauptstadt im skylianischen Randsektor, an. Ach du Scheiße. Elysium kennen wir bereits aus vielen anderen Sagen. Also eine menschliche Hauptstadt im skylianischen Randsektor. Dreschlunde vernichten die Allianzkolonie auf Akutze. Dreschlunde, was sind Dreschlunde? 2178. Aus Rache für den skylianischen Angriff löscht die Allianzflotte einer Armee Sklavenjäger auf dem Mond Torfan aus. Okay. 2183 heute. Aber hieß es nicht, dass die Menschen die Letzten wären? Dass Shepard der letzte Mensch wäre? So, jetzt haben wir hier, haben wir jetzt das Interessante. Citadel und die galaktische Regierung. Die Citadel ist natürlich mit Element Zero-Kernen zur Erzeugung von Masseneffektfeldern ausgestattet. Aber für die Schwerkraft sind hauptursächlich die Zentripetalkräfte der Rotation verantwortlich. Ja, ja. Das heißt, die dreht sich kontinuierlich, diese
Raumstation und dadurch wird dann eine innere Kraft erzeugt. Und das erzeugt dann die Schwerkraft. Kennt der ein oder andere vielleicht? Rotation, 3,5 Minuten pro Umdrehung. Krass. Okay, also 3,5 Minuten braucht das für eine Umdrehung. Erdschwerkraft, 1,02 mal Erdschwerkraft. Okay, Rotation, Schwerkraft im Präsidium, 0,3 mal Erdschwerkraft. Gesamtlänge, 44 Kilometer, Durchmesser, bla bla bla. Bevölkerung, das 13,2 Millionen ohne Keeper. 7 Milliarden Tonnen. So, ein Kilometer ist der Turm hoch, da waren wir noch nicht, können wir noch nichts zu sagen. Aber die Citadel scheint ja ein sehr interessanter Ort hier zu sein bei Mass Effect. Da bin ich immer gespannt, wann wir das erste Mal nach Citadel reisen werden. Es gibt auch ein Add-on, Mass Effect 3 Citadel. Das müsste man sich dann natürlich auch nochmal reinziehen, wenn wir bei Mass Effect 3 angelangt sind. Das kennen wir alles. Charakterentwicklung kennen wir, Ausrüstung, Panzerung. Defichieren können wir die Bereichskarte, die Galaxiekarte. In der obersten Ebene der Normandie. Der Normandie. Um das Schiff an einen neuen Ort zu steuern. Okay, wir können also das Schiff auch steuern. Wir sind hier auf einer vollwertigen Raumstation. Das ist ja super. Konversation. Oh, Conversation. Hallo, mein lieber Loverboy. Fahrzeugbewegung. Ja, es gibt auch Fahrzeuge, die wir also bewegen können. Fahrzeugkampf. Linke Maustaste feuern Sie. Antiperson-MG. Alles klar. Andock. Andock-Bucht-Ressourcen. Alles gucken wir verwiegend über Spinde in der Andock-Bucht der Normandie. Hier können Sie Ihre Ausrüstung ändern. Alles klar. Ja, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Was kriegen wir schon hin? Persönliche Geschichte hatten wir die schon, ja, ne? Genau. Menschen und die Allianz. Waffen und Ausrüstung. Upgrades haben wir alles. Okay, Freunde, es geht weiter hier auf der Normandie. Ich nenne sie einfach mal Normandie. Wir sind ja hier in Deutschland unterwegs. Hier ist das Labor vom Doc, wie es aussieht. Und wir sind hier immer noch mit John Shepard unterwegs. Mir fehlt so ein bisschen das Alt, ne, von DayZ, dass man sich hier umgucken kann. Kann man das irgendwie nicht machen? So, Medigel haben wir jetzt mal hier. Was ist denn das jetzt hier? Außerirdische, nichtmenschliche Lebewesen. Sekundär. Achso, das war nur sekundär. Das Primäre ist, glaube ich, immer das Neue, oder? Kampfanzüge bieten dem Träger Schutz durch ihr zweischichtiges Schutzsystem. Die innere Schicht besteht aus einer textilen Schutzschicht mit kinetischen Schutzpolstern. Bereiche wie Brust oder Schienbein, die nicht flexibel gestaltet sein müssen, sind mit Verstärkungsschichten aus leichter, ablativer Keramik ausgerüstet. Die äußere Schicht des Kampfanzugs besteht aus automatisch generierten kinetischen Barrieren. Objekte, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit einschlagen, lösen das Reflexsystem der Barrieren aus und werden entsprechend der Energieversorgung der Schilde abgelenkt. Zusätzlich schützen die versiegelbaren Kampfanzüge den Träger vor extremen Temperaturen und atmosphärischen Drücken. Zur Standardausrüstung zählt ein integriertes Mini-Frame-System mit Kommunikations-, Navigations- und Sensorfunktionen. Das Mini-Frame-System ermöglicht Empfang und Anzeige von Suchwaffensystemdaten und ermöglicht damit einfaches Lokalisieren und Ausschalten von Feinden. Das ist sehr interessant, Kampfanzug. Kinetische Barrieren, die allgemein nur Schilde genannt werden, bieten effektiven Schutz gegen die meisten Massenbeschleunigungswaffen. Die Wirkungsweise ist dabei für Schiffshüllen wie für die Kampfanzüge der Soldaten die gleiche. Die kinetischen Barrieren sind Repulsiv-Masseneffektfelder, die von Emittern genährt werden. Die Barrieren dämpfen den Einschlag kleinerer, hochbeschleunigter Objekte. Das System kann somit Kugeln und andere gefährliche Projektile abfangen, ermöglicht es dem Träger aber, sich hinzusetzen, ohne den Stuhl unbeabsichtigt wegzuschieben. Die Schutzschilde durch kinetische Barrieren bieten keinen Schutz vor extremen Temperaturen, Giften oder Strahlung. Okay, kinetische Barriere. Sehr interessant. Die Barrieren dämpfen also den Einschlag kleinerer, hochbeschleunigter Objekte. Das heißt, vor Projektilwaffen haben wir dann ein bisschen Schutz. Ich weiß nicht, ob das auch... Laserwaffen ist dann wahrscheinlich nicht mit inbegriffen, oder? Oder was meint ihr mit beschleunigte Objekte? Laser besteht ja zumeist aus Licht, ne? Hochgebündelt. Das System kann somit Kugeln und andere gefährliche Projektile abfangen. Okay, Okay, sehr gut. Medigel.
Das Medigel ist eine medizinische Heilsalbe, die von Ärzten, Rettungssanitätern und dem Militär eingesetzt wird. Sie ist vielseitig anwendbar. Als Lokalanästhetikum, Desinfektionsmittel und Blutgerinnungsmittel. Oder alles in einem. Nach dem Auftragen haftet das Gel so lange fest auf der betroffenen Stelle, bis es durch Ultraschall gelöst wird. Das Gel ist widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, vor allem Blut, sowie Erreger und Gase. Das Gel ist ein genetisch verändertes Plasma, das von der Sirta Foundation, einem medizintechnischen Mega-Unternehmen, entwickelt wurde. Technisch gesehen verstößt das Medigel gegen die Gesetze zur Gentechnologie. Aber der Erfolg des Medikaments hat ein Verbot bis jetzt verhindert. Ja, das ist natürlich klar, ne? Wenn das Gel so gut einsetzbar ist, warum auch nicht? So, das sind die Waffen. Was haben wir denn jetzt hier? Planeten und Orte. Die Terminus-Systeme befinden sich auf der abgelegenen Seite der Attika-Traverse. Noch hinter dem vom Zitadellrat verwalteten und von der Allianz beanspruchten Bereich. Dort leben nur einige unbedeutende und zerstreute Völker, die sich einzig darin einig sind, die Autorität des Rates und die Ratskonventionen nicht anzuerkennen. Aber diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. In den Terminus-Systemen lodern immer wieder Konflikte auf. Aufgrund der ständig wechselnden Regierungen und Diktaturen sind Kriege unter den dortigen Völkern an der Tagesordnung. Die Region gilt als Paradies für illegale Aktivitäten. Maßgeblich Piraterie und Sklavenhandel. Mindestens einmal pro Jahr greift eine Flotte aus den Terminus-Systemen die nahegelegene Attika-Traverse an. Diese Angriffe stellen normalerweise kleinere Raubzüge gegen unzureichend verteidigte Kolonien dar. Der Rat reagiert nur sehr selten auf diese Übergriffe, da regelmäßige Patrouillen in den Terminus-Systemen die dortigen Völker provozieren könnten, sich zu vereinigen und einen langen und verlustreichen Krieg gegen den gemeinsamen Feind zu beginnen. Okay. Mindestens einmal pro Jahr greift eine Flotte an. Krass, ey. Da müssen wir echt unsere ganze Verteidigung bündeln. Kleine Raubzüge. Terminus-Systeme sind dann echt so ein Ort, sagen wir mal, Outer Rim des Star Wars. Die Allianz ist eine unabhängige und übernationale Regierung der Menschen. Sie vertritt die Interessen der Menschen und ist verantwortlich für die Verwaltung und den Schutz aller extrasolaren Kolonien und Stationen. Aus praktischen Gründen wurde die Allianz aus mehreren Raumfahrtabteilungen verschiedener Nationen gegründet. Die Planeten des heimischen Sonnensystems wurden jeweils von einzelnen Nationen erforscht und erschlossen. Die Kosten für die Kolonialisierung ganzer neuer Sonnensysteme können nicht von einer Nation allein getragen werden. Da die Menschen von der Existenz Außerirdischer überzeugt waren, gab es einen deutlichen politischen Willen, einen solchen internationalen Bund einzugehen. Allerdings genoss die Allianz vor dem Krieg des ersten Kontakts nicht den größten Respekt. Während die nationalen Regierungen noch darum stritten, wer die Aufgabe der Befreiung Shang-Chis übernehmen sollte, startete die Allianz ihren entschlossenen Angriff. Die öffentliche Anerkennung der Leistung der Allianz führte schließlich zur Gründung eines eigenen Parlaments und dem Mandat, die gesamte Menschheit zu vertreten. Okay, die öffentliche Anerkennung der Leistung, ja, das ist natürlich sehr wichtig hier. Ein eigenes Parlament auf der Zitadelle, oder wie ist das gemeint? Und dem Mandat, die gesamte Menschheit zu vertreten. Ja, also die Menschheit spielt also auch schon eine Rolle hier im Universum. Sie haben sich schon zusammengetan unter einer Allianz, national, übernational. Das ist natürlich genauso wie bei Star Trek, dass die Menschheit sich quasi vereint hat. Ob sie dann auf der Erde vereint war oder nicht, lässt sich natürlich streiten, aber das ist natürlich die Menschheit und die Allianz. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn wir hier gerade eben das ganze Kodex einmal durchgehen. Ist jetzt ein bisschen viel Story, sag ich mal, auf einmal. Aber ich finde das gerade sehr interessant und auch sehr wichtig, dass wir uns einmal einen Überblick schaffen. Lieber früher als später. Und weil wir nämlich immer wieder Kodex-Einträge bekommen, die wir dann direkt nachhören können. Und ja, deswegen sind das jetzt erstmal hier erstmal die Sachen. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter.